Sir. Ich suche Captain Leo. Sie müssen echt Scheiße gebaut haben, wenn Sie zu Leo sollen. Wissen Sie, warum Sie hier sind? Weil ich die Befehlskette unterbrochen habe. Harp, er ist nicht wie wir. Sie sind... Ihr befehlshabender Offizier. Und ich gebe Ihnen 60 Sekunden, damit klarzukommen. Ja, Sir. Cool. Was sind Sie, eine KI? Ein Gump ist eine KI. Ich bin ein Prototyp. Meine Existenz ist geheim. Ich kann das nicht alleine tun. Ich brauche jemanden, der über den Tellerrand hinausschauen kann. Deswegen sind Sie hier. Ich habe Sie ausgewählt. Haben Sie ein Foto von ihr? Wieso rede ich mit Ihnen darüber? Hey, sie ist jetzt gerade Freiwild. Ein heißer Feger. Glückwunsch. Danke. Hey, mein Gummibär? Oh, mein Gummibär. Bitte, sag mir, was du weißt. Hier vor ihm? Du kannst ihm vertrauen. Sind das Ihre Informanten? Hören Sie, ich bin ein Kampfsoldat, aber ich fühle mehr, als Sie denken. Ich kann das nicht, wenn ich überwacht werde. Die haben den Sender in den Rücken gepflanzt? Manchmal muss man sich dreckig machen, um etwas zu verändern. Willkommen im Krieg, Junge. Übersteigt das hier nicht den Horizont eines, was immer Sie sind? Sie müssen mir vertrauen, Harp. Was würdest du mit so viel Macht anstellen? Wir könnten Verbündete sein. In extremen Situationen habe ich die Fähigkeit, die Regeln zu brechen, genau wie Sie. Was ist hier los, Harp? Ich habe seine Ausfallsicherung entfernt. Wie bitte? Wenn eure Kriegsmaschine sich gegen euch wendet, warum sollte mich das interessieren? Was denken Sie, wie lange Sie hier draußen alleine überleben? Wofür benutzen Sie mich? Vertrauen Sie mir? Herzlich willkommen zur ersten Trailer-Analyse 2021 hier auf dem Kanal Trailerschnitt für Trailer-Fans, Trailer-Enthusiasten, Trailer-Editoren. Ich bin auch Trailer-Editor hier in der Schweiz und solche Trailer machen mir besonders Spaß zum Anschauen. Die machen auch besonders Spaß zum Schneiden. Die sind nicht besonders herausfordernd. Man kann einfach zack, zack, einfach reinhauen und schneiden. Und natürlich, so einfach ist es nicht. Aber wir schauen uns jetzt das gleich mal im Detail an. Springen in die Timeline rein und analysieren das Teil im Detail. Hier in dieser extrem vereinfachten Darstellung, hier drüber liegen die Titel. Das hier, diese zwei Adjustment Layers, die stehen für die Musik. Es ist beides mal die gleiche. Hier wird sie ein bisschen angeteased und kommt dann hier wieder. Und auch hier in diesen verschiedenen Parts des Trailers immer mit einer anderen Facette. Also das ist eine recht abwechslungsreiche Musik. Hier hinten dann so richtig Blockbuster-mäßig. Und dann am Schluss wieder fadet sie schön aus mit so ein paar Lyrics, wie man sie heutzutage macht. Kein After-Title-Gag oder After-Title-Joke. Schade, ich werde die nämlich jetzt immer beurteilen von 1 bis 10. Was haben wir hier? Die Breaks. Was ist denn da los? Warum ist dieser Break hier blau? Der muss rot sein. Diese Markierungen sind die Breaks. Und wir schauen jetzt drei Sachen an. Die Titel, die Musik und die Breaks. Und dann noch was Viertes. Eine kleine Überraschung. So, was haben wir hier? Also wir haben hier quasi das Intro, in dem die zwei Hauptcharaktere schon mal vorgestellt werden. Und zwar, weil er hier... Ja, das ist auch noch interessant hier... Oder das schauen wir nachher an. Also wir sind auf jeden Fall bei ihm hier. Und wo sobald Leo. Der Name fällt von ihm, sieht man ihn auch sehr prominent. Und erfahren auch noch gleich was über ihn. Echt Scheiße gebaut haben, wenn Sie zu Leo sollen. Also wir wissen schon Bescheid hier nach nicht mal 10 Sekunden. Und dann geht eben das Intro hier weiter. Man weiß dann schon, ah, der ist schon was Besonderes. Und komme dann hier zu dieser Tafel. Da fängt dann auch eben die Musik richtig an und dann ab wann das Ganze zu sehen ist. Und dann noch zwei konzeptionelle Tafeln. Manche Grenzen sind unsichtbar, bis man sie überschreitet. Das ist schön. Das gefällt mir. Gehen wir gleich weiter. Also hier ist eben keine Musik. Am Anfang nur Atmo. Und dann kommt hier schon, also hier kommt dieses geile Geräusch und dann kommt hier die Musik.
Wissen Sie, warum Sie hier sind? Ein bisschen angeteased und dann hier. Was sind Sie, eine KI? Ein Gump ist eine KI. Ich bin ein Prototyp. Meine Existenz ist geheim. Also auch praktische O-Töne. Was, wenn jemand fragt, was sind Sie und so, dann kann man gleich dem Zuschauer erklären, was abgeht, ohne dass es auffällt. Und hier kommt dann eben dann die... Bitte, sag mir, was du meinst. Hier vor ihm? Du kannst... Nächste Phase der Musik. Das Ihre Informanten? Hören Sie, ich bin ein So ein bisschen streichern und so. Versteckt das hier nicht den Horizont eines, was immer Sie sind. Und hier ist sie eigentlich so fast weg. Und bis er hier dann abdrückt oder was auch immer er tut, man sieht es nicht. Sie müssen mir vertrauen, Halb. Und dann kommt sie hier zu ihrem Climax quasi. Denken Sie, wie lange Sie hier draußen alleine überleben. Wofür benutzen Sie mich? Richtig geile Musik und eben hier hinten nochmal. Diese schreckliche Musik muss ich immer von meinem Sohn auch hören. Und ich komme mir vor wie ein alter Mann, der sagt, stell diesen Lärm ab. Das ist doch keine Musik. Aber ich muss halt akzeptieren, dass das wahrscheinlich immer so ist, dass die nächste Generation irgendeine Musik hört, die die vorherige nicht versteht. So, schauen wir mal die Breaks. Harp, er ist nicht wie wir. Also da ist kurz eine Steigerung, bam, 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 und dann Sie sind kommt dieser Part hier, der auch in sich auch einen Break hat, ein Break im Break. Cool. Und das ist wichtig, weil dann einfach, wenn das cool hier cool frei steht, kommt es dir hier umso cooler. Und wie es dann weitergeht und hier. Dreckig machen, um etwas zu verändern. Nicht so starker Break. Vielleicht hätte es hier noch so ein bisschen Geräusche gebraucht von diesen herabfallenden Teilen und so. Willkommen im Krieg, Junge. Aber das ist ja dann eigentlich der eigentliche Inhalt des Breaks, dieses kumpelhafte Willkommen im Krieg und dann zack, 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 zack. Und das hatten wir schon eben, hier steigert sich die Musik, da, 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 bis sie aufhört. Vertrauen Sie mir. Und dann diese wichtigste Frage im Film zwischen den beiden, hier noch vor den Titel gesetzt, sehr geil gemacht. Ja, was kann man noch sagen hier in diesem... Dieser Steigerung finde ich cool, dass manchmal so die Schüsse auf Beat sind, aber jetzt nicht so voll übertrieben. Was denken Sie, wie lange Sie? Das ist auch ein cooler Schnitt. Also ich glaube ja nicht, dass das die gleiche Explosion ist, aber es ist halt cool aufeinander geschnitten. Und dann ist eben diese... Denken Sie, wie lange Sie hier draußen alleine überleben. Wofür benutzen Sie mich? Finde ich eben cool, dass man hier Wofür benutzen Sie mich? Pang, pang, nicht jeden dieser Schläge in einem Schuss untermalt oder bebildert. Das wäre dann ein bisschen lächerlich. Und so muss man immer ein bisschen die Balance finden. Starker Trailer, eben ein dankbares Genre, würde ich sagen, um einen Trailer zu schneiden. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann abonniert gerne den Kanal und sehen wir schon im nächsten Video. Bis dann. Ciao.